dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, es ist wieder soweit. Folge 23 lauert an der nächsten Ecke der munteren Philosophie-Trilogie. Nominalismus, Abstraktionen, Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal, der Schwesterveranstaltung zu Gleichsatz.de, der besten philosophie-politischen Webseite, die man sich nur vorstellen kann in seinen kühnsten Träumen, ist Wirklichkeit geworden. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema lautet Hume-Studien von Alexius Meinong zur Geschichte und Kritik des modernen Nominalismus. Hier beschäftigt uns ein Beispiel, und zwar beschäftigt uns zuerst, dass ich hier ganz was anderes haben wollte. So, jetzt geht's los. Gesetzt, wir hätten zwei kongruente Dreiecke A und B. Ist nun die Dreieckigkeit von A identisch mit der Dreieckigkeit von B? Das heißt, ist die Dreieckigkeit von A die Dreiseitigkeit von B? Niemand wird bestreiten, so Meinung, dass A fortbestehen kann, auch wenn B vernichtet ist. Ebenso wenig wird angefochten werden, dass das Attribut an seinem Gegenstand haftet. Mit ihm besteht, aber auch mit ihm vergeht, als das Attribut Dreieckigkeit. Gibt es nun B nicht mehr, so existiert auch die Dreieckigkeit von B nicht mehr. Dagegen existiert A und die Dreieckigkeit von A ungestört fort. Nun ist aber die Dreieckigkeit von A nach Mill auch die Dreieckigkeit von B. Somit existiert dieselbe Dreieckigkeit und existiert doch wieder nicht. Was wohl niemand für möglich zu halten geneigt sein wird. Was lernen wir daraus? Hier wieder der typische Versuch, mit einer an sich geltenden objektiven Logik einen Widerspruch zu konstruieren, der sich relativ einfach auflösen lässt, dahingehend, dass der Begriff der Dreieckigkeit so verstanden wird, einmal so verstanden wird, als hätten A und B dieselbe Dreieckigkeit, und dann wieder so verstanden wird, als hätte B eine andere Dreieckigkeit als A die hat. Und allein daraus ergibt sich dann der Widerspruch. Was aber hier nicht thematisiert wird, also hier ist der übliche Versuch, da mit logischen Jongliereien und Spitzfindigkeiten ein Problem aufzuzäumen, das eigentlich nichts anderes ist als ein Zeitvertreib, nicht besser als irgendein Kreuzworträtsel, weil der Punkt, um den es eigentlich geht und der eigentlich problematisch ist, ist eben die Verbindung in die Realität hinein. Und solche wird immer gern die Mathematik und die Geometrie als Paradebeispiele für logische Spitzfindigkeiten herangezogen.
um irgendetwas zu beweisen, was aber nie in das Problem der Verbindung von Abstraktion und sogenannter Realität betrifft. Sondern da werden irgendwelche Definitionen hin und her geschoben und dann irgendwelche Widersprüche entdeckt, die immer Widersprüche sind von absoluter Geltung oder einer ganz bestimmten Auffassung eines Begriffs und der anderen Auffassung eines Begriffs, wo es logisch dann immer hin und her geht und du weißt nicht, welche Auffassung oder Bedeutung jetzt wirksam ist. Und sobald dem nachgespürt ist, sobald man überhaupt begreift, dass verschiedene Begriffs, dass sogenannte Äquivokationen, Mehrdeutigkeiten des Begriffs, das eigentliche Problem sind, wird die ganze Geschichte langweilig. Also die Frage ist jetzt nicht irgendein vorgestelltes oder ideales Dreieck oder wie auch immer definiertes Dreieck, sondern der Punkt ist der, was dieses Dreieck in der Realität zu bewirken hat. Wie zum Beispiel in der Messlehre für Landvermesser und dergleichen, Trigonometrie und die gilt das Dreieck und die Winkel eine entsprechende Rolle, um da was auszumessen mit Mathematik. Dagegen ist ja auch nichts gesagt, was die Wirksamkeit dieser Messmethoden betrifft für praktische Zwecke. Aber man darf eben nicht meinen oder dem Irrtum verfallen, dass sich die Wahrheit messen lässt oder eine Erkenntnis messen lässt. Und es lässt sich auch kein Wissen, kein objektives Wissen messen, sondern diese Zeit- und Raumgeschichten, das sind erfundene Hilfsbegriffe, wenn man so will, Fiktionen, mit denen so getan wird, als würde dem tatsächlich in der Realität etwas entsprechen und die Punktkoinzidenzien auf dem Meterstab mit den Punktkoinzidenzien der Realität übereinstimmen, ist für praktische Zwecke eben kein Einspruch, aber man darf das nicht mit Wahrheit verwechseln. Und schon sind wir bei der nächsten Nummer, 124. Nochmal Meinung aus der Grazer Schule der Gegenstandstheorie, sage ich mal, Christian von Ehrenfels, noch ein Name aus dieser Schule, alle haben viel zu kritisieren, aber der entscheidende Punkt wird ausgespart, alle schützen sie ihre Objektivität und enden am, wenn man die Konsequenzen dann aus zum Teil vortrefflichen Analysen zieht, dann landet man wieder in dem alten Trara, um es gemäßigt auszudrücken. Also, wenn John Locke, ein englischer Jurist, Sensualist, Nominalist, was du wollen, den Gebrauch der Worte für Dinge als einen verkehrten bezeichnet, so hat dagegen John Stuart Mill mit Recht darauf hingewiesen, wie wir weit davon entfernt sind mit dem Satz, die Sonne ist die Ursache des Tageslichts, etwas über unsere Vorstellungen aussagen zu wollen.
Berkeley steht nun gewissermaßen in der Mitte zwischen diesen Gegensätzen, in dem für ihn der Unterschied zwischen Idee und Objekt nicht existiert. Der Fortschritt gegen Locke wird aber in der Behauptung deutlich, dass das allgemeine Wort nicht eine allgemeine Idee, sondern Individualvorstellungen bezeichnet. Was haben wir hier? Von Locke zu Stuart Mill. Locke kritisiert den Gebrauch der Worte für Dinge. Inwieweit ist jetzt nicht, darüber ist hier nichts ausgesagt, aber es geht um die Begriffsbildung. Und diesbezüglich hat dann John Stuart Mill mit Recht darauf hingewiesen, wie weit davon entfernt wir sind mit dem Satz, die Sonne ist die Ursache des Tageslichts, etwas über unsere Vorstellungen aussagen zu wollen. Da erschließt sich jetzt mir auf den ersten Blick ein größerer Sinn, weswegen sollte man mit diesem Satz etwas über unsere Vorstellungen aussagen. Ich verstehe das jetzt nur so, dass die Sonne ist Ursache des Tageslichts, das in einem positivistischen, naturwissenschaftlichen, objektiv-wissenschaftlichen, empirischen Sinn von mir aus als eine Tatsache dahingestellt. Und ja, genau, so wird es sein. In Bezug auf Berkeley dann, weil dieser eben Esse est percipi der Meinung war, man könnte das Sein mit dem Wahrnehmen, also mit den Vorstellungen identifizieren. So sieht hier Mill nichts, dass in dem Satz, die Sonne ist die Ursache des Tageslichts, dass nichts über unsere Vorstellungen ausgesagt wird. Das würde man das jetzt so interpretieren, als hätten unsere Vorstellungen nichts mit diesem Satz zu tun, so als wäre jetzt in einem objektivistischen Sinn die Sonne die Ursache des Tageslichts, egal ob jetzt Menschen auf dieser Welt existieren oder nicht. Nicht nur geneigt, einem Pop-up einen Stoß zu versetzen, dann bin ich geneigt, das zu verwerfen, denn dass irgendetwas die Ursache von irgendetwas ist, dieses Bedürfnis findet sich nirgendwo in der bloßen, ohne menschlichen Natur. Also muss es etwas mit den Vorstellungen eines Menschen zu tun haben. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht weiter auszuführen, obwohl ich geneigt bin, die ganze Sache breit zu treten, weil mir gerade der entsprechende Wortschatz zur Verfügung steht. Dessen ungeachtet möchte ich weitergehen zu Berkeley, von dem behauptet wird, dass er nun gewissermaßen in der Mitte zwischen diesen Gegensätzen steht, indem für ihn der Unterschied zwischen Idee und Objekt nicht mehr existiert. Also Idee, Wahrnehmung und Objekt, Sein, Esse, Percipi, Idee. Der Fortschritt gegen Locke wird aber in die Behauptung deutlich, dass das allgemeine Wort nicht eine allgemeine Idee ist, sondern Individualvorstellungen bezeichnet. Also hier müsste man schließen, dass Berkeley mit dieser Individualvorstellung dann die Bedeutung eines Wortes meint. Dass zwar die Form des Wortes, die Buchstaben zur Konstruktion dieses Wortes
allgemeiner Natur sind, aber das, was diese Worte bedeuten, der Begriff, den man sich von einer Sache macht, ist dann wieder Individualvorstellung bzw. subjektiver Natur. Und dem kann ich dann wieder zustimmen. Allerdings ist diese Parole, dieses plakative Schlagwort "Esse est percipi" dann ungeeignet, weil missverständlich. Müsste dann immer dabei stehen, dass eben damit Individualvorstellungen bezeichnet werden, und dann gewinnt die ganze Angelegenheit eine ganz andere Kontur, zu sagen. Ich gehe über zu Punkt Nummer 125 der momentanen Alexius Meinung Festspiele. 3 Stück haben wir hier noch. Wir können von großen Zahlen, nehme ich gleich mal einen Blick auf meinen Chronometer, gut die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Ich denke mal, die Meinung wird in dieser Runde noch, als später denke ich, kommt. Ach, da. Mein Onkel ist tot. Hier abschließen können. Ich zitiere wieder aus besagtem Hume-Studien Nummer 1. Nummer 2 zur Relationstheorie geht es auch über Hume. Sehr dienstbare, verdienstliche Arbeit. Auch in irgendwelchen, weil ich mich erinnern kann, Sitzungsberichten erschienen. Nein. Eigene Reihe, irgendwelche, ich weiß nicht, wie jetzt heißen, so eine Art Zeitschrift oder so gibt, wird da herausgegeben und da ist es. Aber das nur am Rande. Also, wir können von großen Zahlen keine adäquate Idee bilden. Dennoch stört uns dies nicht im Denken. Ebenso sprechen wir von verwickelten Dingen wie Regierung, Kirche, Unterhandlung, Eroberung, ohne uns alle in diesen komplexen, enthaltenen, einfachen Ideen zu vergegenwärtigen. Gleichwohl werden wir nichts Widersprechendes von ihnen aussagen, weil sich die Gewohnheit, die Ideen in gewisse Relationen zu bringen, auf die Worte erstreckt. Also, von großen Zahlen eine adäquate Idee zu bilden, ist jetzt nicht der große Wurf. Diese Feststellung, aber nichtsdestotrotz soll sie Abstraktionen verdeutlichen. Da ist die adäquate Idee, gibt es ja oft, dass Leute, die über große Geldsummen verfügen und die kontrollieren, dann das Gespür verlieren für die kleinen Beträge. Also wenn jemand so Milliarden in der Gegend rumschiebt, dann hat er oder sie einen ganz anderen Begriff und ganz andere Gewohnheiten werden da entwickelt, vorstellungsmäßig. Aber über einen bestimmten, also sehr große Zahlen, was jetzt über Milliarden oder Billionen hinausgeht, da kann sich dann auch niemand mehr wirklich was vorstellen. Da wird dann das in Relationen setzen, dann von Bedeutung, dass man dann sagt, ja, wie viele Jumbo-Jets kann man sich davon kaufen, und das wird jetzt auch wieder für sehr viele Leute kein Begriff sein, weil sie sich von Jumbo-Jets nichts darunter vorstellen können oder welchen Wert so ein Jumbo-Jet jetzt für jemanden hätte. Das müsste man dann auch wieder in Geldsummen und die wieder runterbrechen. Häuser, irgendein
ein Anwesen, das man sich dann kaufen könnte. Das ist dann schon eine konkretere Vorstellung, die dann mit diesen großen Summen verknüpft werden. Also nur mal verdeutlicht, andere Begriffe, komplexe, verwickelte Dinge wie Regierung, was da alles dranhängt, der Rattenschwanz an, um das braucht sich jeder nur an seinen, weiß nicht wie das jetzt heißt, Sozialkundeunterricht hat es früher geheißen, da wurde man auch über politische Systeme so allgemein unterrichtet, wie sich ein Staat so aufbaut, Gewaltenteilung, Regierung, Jurisprudenz, Exekutive, pipapo. Im Grunde genommen eine unendliche Geschichte. Wollte man da nicht nur jetzt die Geschichte sämtlicher Regierungen und dann ins Detail gehen, wer weiß, wer sich dafür interessiert, oder Kirche, die gleiche Geschichte. Bei Unterhandlung wird es schon etwas spezieller, ist der Umfang etwas überschaubarer. Aber dieses sich adäquate Ideen bilden gilt im Grunde genommen von jedem Begriff. Wenn man jetzt von diesen praktischen Gewohnheiten absieht, dass eben Tisch und Stuhl und Bett und Auto und Schuhe, Bekleidung, Fernseher, wie sie alle heißen, diese Dinge, da hat sich jeder gerade was in Bezug auf Nutzen und Zweck, jeder seine Begriffe gebildet, die dann auch ziemlich konkret, also die Differenz von Vorstellung zur sogenannten Sache, sind keine so großen Wege, wie zum Beispiel die Differenz von einer Vorstellung Regierung bis zu dem hin, dass jetzt irgendjemand dann in Berlin vor dem Bundeskanzleramt steht und dann vielleicht eine andere Vorstellung von Regierung hat, oder auch nicht. Das ist alles gar nicht so einfach. Was aber bewusst sein sollte, ist, dass bei der Beurteilung all dieser Begriffe und dann beim Ideenbilden die Relation eine bedeutende Rolle spielt. Das Mann, ich, du, er, sie, es, vielleicht auch unbewusst, immer so einen Maßstab hat in der Beurteilung, ob das jetzt so im Hinterkopf ist, dass es ja immer noch anderen Leuten immer noch schlechter geht und deswegen beurteilt man jetzt irgendwelche die Gesundheitsversorgung im Land zum Beispiel jetzt als hervorragend oder im Vergleich zu England jetzt nicht so hervorragend, weil dort eben die gesundheitliche Allgemeinversorgung kostenlos ist und vom Staat finanziert wird, oder was jetzt verschiedene Rentensysteme angeht, dass man deutsche System mit dem französischen vergleicht und weil dort bestimmte Sparten schon mit 55 in Rente gehen können und alle so Geschichten, wird immer verglichen in der Beurteilung von, egal was das ist, mit eigenen Erfahrungen oder mit dem Wissen oder kurz mit dem Bewusstsein, in dem sich diese Vorstellungen bewegen. Und eine Tatsache, eine objektive an sich Tatsache spielt da im Grunde genommen in den wenigsten Fällen eine Rolle. Diese Frage stellt sich gar nicht. Die stellt sich nur, wenn jemand diesbezüglich Recht behalten will und daran dann irgendwelche Notwendigkeiten knüpft, die
die dann in der Konsequenz zu einer Folgeleistung führen, die von mir, dir, euch zu leisten ist. Und damit wären wir bei Punkt 100, Nummer 126 aus dem besagten Werk Alexius Freiherr zu Handschuhe, Meinung adeliger, blaublütiger Wissenschaftler. Keine Impression kann in unser Bewusstsein gelangen, ohne bezüglich eines Grades von Qualität und Quantität determiniert zu sein. Gibt es keine Impression ohne einen bestimmten Grad, so noch viel weniger eine ohne diese Qualität und Quantität selbst. Jede einfache Idee kann daher nicht anders als durch Abstraktion entstanden sein. Den ersten Teil betreffend eines Grades. Also Impressionen, es wird da auch gern von der Intensität einer Impression gesprochen, wo dann auch wieder versucht wurde, etwas zu messen. Und dieser Grad ist dann schon wieder damit, hat man schon die Unterteilung in Quantität und Qualität. Ein bestimmter Ausschlag auf so einem Messgerät ist dann nicht mehr 4, sondern 6, also höhere Quantität. Und mit dieser Quantität ist dann auch eine Qualität verbunden. Nehmen wir mal das berühmte Milgram-Experiment, wo die Probanden da Stromschlägen ausgesetzt werden. So. Und dann das nächste wäre, dass es, dass meine Zeit abgelaufen ist, das ist eine Geschichte. Das nächste wäre, dass ohne diese Qualität, Quantität, jede einfache Idee kann daher nicht anders als durch Abstraktion entstanden sein. Also, wenn man die Unterschiede in diesen Empfindungsimpressionen, sage ich jetzt mal Empfindung, diese graduell, was ist das Hauptwort von graduell, Grad wahrscheinlich, oder? Ja. Diese Grade in der Empfindung als Unterschiede und der Unterschied als Idee ist nicht anders als durch eine Abstraktion entstanden sein, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, wenn Empfindungen ohne Worte möglich sind, auch gar nicht mal unbewusste Empfindungen, sondern einfach jemand schaut blöd in die Luft und denkt sich gar nichts dabei. Es ist eben die Frage, wenn man sich dessen bewusst wird, ob entweder damit diese Empfindung bezeichnet wird oder ob es ja gar nicht möglich ist, sich eine Empfindung bewusst zu machen, ohne irgendwie als irgendwas zu differenzieren. Also wenn Bewusstsein Vergleich bedeutet, Intention von einem zum anderen, ein sogenannter Soll-Zustand beziehungsweise Ist-Zustand, der jetzt aber nicht objektiv gemeint ist, sondern von mir als solcher definiert zu einem Soll-Zustand, ist eine Differenz und wäre wieder die Idee. Aber ich
ich muss jetzt hier Schluss machen. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, ob ich das nächste Mal wäre dann Folge 24. Ich verabschiede mich in der Folge 23 der philosophischen Trilogie Abstraktion und Nominalismus Sprachkritik und verbleibe mit den besten magischen Grüßen, euer Zugführer Hannibal. Peace und out.